begrüßen darf. 16 Projekte oder vielmehr die Menschen, die dahinter stehen. Am 23. November 2023 wurde Professor Dr. Dr. Peter Werner Maria Löw von der Republik Österreich mit der Denkmalschutzmedaille geehrt. Mehr dazu erfahren Sie jetzt hier bei Löw TV. Die Medaille wird an Personen verliehen, die sich in besonderer Weise um den Denkmalschutz und die Denkmalpflege ausgezeichnet haben. Das Bundesdenkmalamt setzte im Jubiläumsjahr 100 Jahre österreichisches Denkmalschutzgesetz einen Schwerpunkt, um die Vielfalt des Denkmalbestandes zu präsentieren. Die Denkmalschutzmedaille wurde auch für Projekte verliehen, die sich durch besondere Nachhaltigkeit, Innovationen oder beispielhafte Klimaschutzmaßnahmen auszeichnen. Dr. Peter Werner Maria Löw, der European Heritage Project, ehemaliger Gasthausteur in Rhein-Ohren und ehemaliges Marktrichter und Salzfertiger aus dem Bad Ischl-Oelsen-Bereich. Die Blüte des Salzhandels brachte in dem Ort Laufen einen Aufschwung, der bis heute in seinem baukulturellen Erbe spürbar ist. Einige der bemerkenswerten Gebäude sind heute jedoch von Leerstand und mangelnder Pflege bedroht. Bei der Restaurierung der Gebäude im Ortskern standen die räumlichen und ästhetischen Qualitäten im Fokus. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Verwendung von natürlichen und nachhaltigen Materialien und traditionelle Handwerkstechnik gelegt. So wurden die Dächer wieder mit regionaltypischen Holzschindeln gedeckt und die Fassaden konnten in traditioneller Kalktechnik instand gesetzt werden. Auch historische Fensterkonstruktionen wurden neben vielen anderen Ausstattungsdetails erhalten oder wieder auf traditionelle Konstruktionen rückgeführt. Durch die Restaurierungen werden nicht nur das baukulturelle Erbe erhalten, sondern der Markt auch mit Gastronomie, Gewerbe und Veranstaltungsräumen bekommt wichtige Impulse für die Zukunft des Ortes. Alle 6 Gebäude, die ein wichtiger Bestandteil des Ortskerns in Laufen waren, standen kurz vor dem Verfall. Heute sind die Renovierungsarbeiten so gut wie abgeschlossen. Am 8. November wurde bereits ein Krippenmuseum im Kaiserin-Elisabeth-Hospitalstift eröffnet.